Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Mein Name ist Christine und ich bin die Schminkfee. Heute möchte ich euch zeigen, was ich denn so in den letzten Wochen aufgebraucht habe, nämlich in meinem XXL aufgebraucht. Also seid gespannt und bleibt dran. Was man natürlich jeden Tag benutzt, ist Handseife. Ich habe hier die Handseife von Isana mit Milch und Honig und die ist wirklich sehr, sehr schön und super cremig und pflegt auch die Hände. Und dementsprechend kann ich euch dieses Produkt wirklich empfehlen. Da ich ja super gerne baden gehe, habe ich ein Cremebad aufgebraucht von Isana. Und das ist das Cremebad mit Mandelmilch. Ich finde das Cremebad ganz gut. Ich finde allerdings auch, dass es ein bisschen zu seifig riecht. Deswegen werde ich da eher auf ein anderes umsteigen. Aber bei Isana stimmt definitiv Preis-Leistung. Ebenfalls von Isana habe ich das Duschgel Frangipani aufgebraucht. Das ist wirklich ein schöner, frischer Duft. Und wirklich so ein Everyday-Thing. Also man kann es wirklich jeden Tag benutzen. Und auch hier, Preis-Leistung ist absolut okay. Ebenfalls aufgebraucht habe ich von Fa das Duschgel mit Shea-Butter und Duft der Passionsblüte. Und das ist wirklich ein Duschgel, was ich schon sehr, sehr lange nehme. Und es ist eigentlich immer in meinem Haushalt. Und es riecht wirklich schön blumig und ich liebe es einfach. Und deswegen werde ich das hier definitiv nachkaufen. Dann habe ich das vitalisierende Duschgel von Lavera aufgebraucht. Das ist mit Bio-Orange und Bio-Sanddorn. Und das riecht wirklich sehr schön nach Orange. Also wer Orange liebt, der wird auch dieses Duschgel lieben. Dann hatten wir ja noch ein paar Tage, wo es wirklich noch ein bisschen wärmer war. Und da habe ich diese Sonnenlotion aufgebraucht. Die ist von San Ozon. Und da steht tropischer Duft und es ist wirklich ein tropischer Duft, also es erinnert mich immer an Urlaub. Und deswegen liebe ich dieses Produkt und kann es echt auch weiterempfehlen. Für meine Haare habe ich unter anderem das Shampoo von Guhl aufgebraucht. Das ist das Farbglanz Blond Shampoo. Und dieses Shampoo hat wirklich meine Haare ganz gut gepflegt und deswegen kann ich euch das für blondes Haar definitiv weiterempfehlen. Dann habe ich das John Masters aufgebraucht. Das ist das Organic Scalp. Und das ist wirklich sehr erfrischend auf der Kopfhaut. Also wenn ihr Haare habt, wo der Ansatz schnell nachfettet, dann ist dieses Shampoo wirklich sehr empfehlenswert. Und John Masters findet ihr im Naturshop bei Müller. Auch ein absoluter Favorit von mir ist dieses Shampoo von Plantur 21. Das ist bei magerem Haarwachstum und ich muss echt sagen, meine Haare sind schon immer ganz schön dünn und durch das Blondfärben sind die auch nicht dicker geworden. Ganz im Gegenteil, über die Jahre eher strapazierter, deswegen benötigen die auch sehr, sehr viel Pflege. Und dieses Haar unterstützt praktisch das Haarwachstum. Also ihr könnt es auch sehen, mein Ansatz ist schon wieder ein bisschen rausgewachsen. Das heißt, ich muss bald mal wieder zu Annette gehen. Und dieses Shampoo ist auch für koloriertes Haar geeignet. Und das ist wirklich sehr toll, weil ihr braucht ganz, ganz wenig Produkt und es schäumt super. Also ich finde dieses Shampoo sehr gut. Als nächstes habe ich ein Trockenshampoo aufgebraucht. Das ist das Trockenshampoo von Swiss Opal. Und das ist fresh. Also das ist wirklich sehr erfrischend. Ihr müsst bloß aufpassen, dass ihr wirklich alles mit einem Handtuch richtig durchrubbelt, dass ihr keine Rückstände habt, weil das ist wirklich sehr, sehr weiß. Und ich habe schon oft erst am Abend gesehen, da ist ja noch irgendwas weiß. Also achtet wirklich darauf, dass ihr das richtig schön mit dem Handtuch trocken rubbelt, so dass ihr eben keine weißen Rückstände habt. Ansonsten finde ich das Produkt auch sehr gut. Was ich aber noch besser finde, ist das Trockenshampoo von Rossmann, nämlich von Isana. Das ist das Style to Create Berry Mania. Und es riecht wirklich bärig und ich finde halt, der Duft ist auch entscheidend. Und deswegen ist das hier absolut mein Favorit. Da ich ja immer viel unterwegs bin, kann ich euch wirklich diese kleinen Shampoos empfehlen. Die sind von John Frieda, die Frizz Ease Shampoos. Da habe ich einmal das Wunder Repair Shampoo und einmal die Wunder Kur. Und die waren auf jeden Fall bei meinen Reisen mit dabei und pflegen auch sehr schön die Haare. Und deswegen kann ich euch die echt weiterempfehlen. Dann habe ich ein weiteres Produkt aufgebraucht und zwar ist das eine Haarmaske von
L'Oreal. Und die ist sehr, sehr schön, weil die wirklich kaputtes Haar, strukturgeschädigtes Haar repariert. Und das mache ich einmal die Woche und habe mir die auch schon wieder nachgekauft. Das könnt ihr in meinem Shopping Haul sehen. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Und das kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich ebenfalls von L'Oreal die seidige Nährpflege aufgebraucht. Und zwar ist das für strapaziertes und geschädigtes Haar. Und das riecht so, so gut. Also ich liebe dieses Produkt alleine für den Duft. Und ich glaube, irgendwie ist auch so ein bisschen Kokos mit drin. Und es riecht einfach nach Sommer. Und deswegen habe ich dieses Produkt vorwiegend auch im Sommer aufgebraucht und liebe es einfach. Und werde das bestimmt auch wieder nachkaufen. Das Produkt habe ich auch gestern Abend beim Haarewaschen verwendet. Und ich muss sagen, von der Pflegewirkung ist es jetzt nicht super intensiv, aber für eine Spülung wirklich ausreichend und daher auch ein Favorit. Dann habe ich das Rasiergel aufgebraucht von Balea. Das ist das Rasiergel Sweet Mandarin. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Vom Duft her jetzt nicht ganz so überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Es riecht halt eher so ein bisschen chemisch. Aber es ist auch für empfindliche Haut geeignet und ich fand es wirklich ganz okay. Mein absoluter Favorit an Rasiergels ist aber dieses Produkt hier. Und zwar ist das von Set & Care von Gillette. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und auch super ergiebig. Also ich finde, die ganzen Balea-Produkte haben entweder Probleme mit dem Verschluss, sodass man also nicht so richtig das Produkt rausbekommt. Oder es kommt zu wenig Produkt raus, was ich auch nicht so toll finde. Oder es dauert halt ewig, dass man wirklich die Menge hat, die man braucht. Und hier habe ich noch nie Probleme gehabt. Das ist wirklich ein super tolles Produkt. Ist auch ein bisschen preisintensiver, aber der Kauf lohnt sich wirklich. Und deswegen ist das mein Favorit. Da ich ja, wie gesagt, wieder viel unterwegs war, brauchte ich auch so eine Kontaktlinsenflüssigkeit. Und da habe ich die Kombi Super gehabt von iLike. Dieses findet ihr bei Müller und es ist auch gar nicht teuer, ich glaube 3-4 Euro. Und ist für alle weichen Kontaktlinsen geeignet und dementsprechend ein Produkt, was immer in meinem Haushalt ist. Eine weitere Kontaktlinsenflüssigkeit habe ich aufgebraucht und zwar von Unicare. Ich glaube, das findet ihr bei Rossmann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt es bei Rossmann. Und es ist auch eine gute Alternative. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorit bei Kontaktlinsenpflegemitteln, aber ist auch gut. Und da ich ja sowieso meine Kontaktlinsen jeden Tag rausnehme, kann ich das Produkt auch empfehlen. Dann habe ich ein Deo von Yves Rocher aufgebraucht. Und zwar ist das Lotusblüte aus Laos. Und ich muss wirklich sagen, das riecht richtig, richtig gut und das riecht wirklich fantastisch. Das Problem ist nur, die Neuauflage, die habe ich nämlich schon gekauft, riecht nicht mehr so fantastisch. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil genau dieser Duft war ja das, was mich angesprochen hat und weshalb ich dieses Deo wirklich über alles geliebt habe. Allerdings bin ich sehr, sehr enttäuscht. Bei den neuen Deos ist der Duft leider nicht mehr so gegeben. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich auch auf lange Sicht wieder ein schöneres, besser duftendes Deo suchen. Ansonsten ist Yves Rocher wirklich ganz schön. Wie gesagt, das war mein Lieblingsdeo. Dann habe ich von Terra Naturi Naturkosmetik dieses Körperöl mit Jojoba aufgebraucht und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich verwende das Körperöl immer abends, trage es dann halt zum Beispiel nach dem Baden auf den gesamten Körper auf und die Haut wird super schön geschmeidig und dieses Produkt findet ihr bei Müller. Dann habe ich diese Reinigungstücher von BB aufgebraucht und ich bekomme damit das Make-up super ab und nutze danach immer noch eine Lotion, um den Rest zu entfernen. Aber ich habe jetzt gehört, beziehungsweise bei YouTube gesehen, dass diese Reinigungstücher so einen krassen Peeling-Effekt haben sollen und ganz viel Zucker enthalten, was die Haut irgendwie noch schlechter macht und man davon Pickel bekommt und so weiter und so fort. Ich persönlich weiß nicht, was da dran ist und nehme die halt wirklich jeden Tag abends zum Abschminken, um wirklich das grobe Make-up wegzubekommen. Deswegen würde mich mal eure Meinung interessieren. Habt ihr das Video auch gesehen, wo gesagt wird, dass es ein super krasser Peeling-Effekt ist und dass die Haut dadurch geschädigt wird? Wie ist denn eure Meinung zu diesem Produkt?
Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare, damit ich weiß, ob es wirklich irgendwelche negativen Auswirkungen auf meine Haut hat, weil ich persönlich bin keine Chemikerin oder habe keine Ahnung, was da passiert. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was eure Meinung zu diesem Produkt ist. Dann habe ich natürlich ganz viele Wattepads verbraucht. Und zwar zum einen von Ebelin, die Maxi Pads Super Soft. Und die sind extra voluminös. Und das sind wirklich auch meine Lieblingspads, weil die eben so, so schön groß sind und man kann wirklich das gesamte Gesicht sehr gut abschminken. Deswegen ein Favorit. Dann natürlich die normalen Wattepads von Ebelin. Die sind auch sehr schön. Die sind gut gepresst, das heißt, man hat nicht irgendwelche Flusen im Gesicht. Deswegen auch ein absoluter Favorit von mir. Welche auch sehr gut sind, sind die von Jean Carole. Das sind die Kosmetikpads Maxi Soft. Und die kann ich euch auch empfehlen. Die sind noch dicker als die von Ebelin, aber auch sehr gut. Und dann habe ich noch die Wattepads von D-Make-Up verwendet. Und die sind auch sehr, sehr schön. Die sind noch ein bisschen gepresster und kompakter. Also ich finde die auch sehr, sehr gut. Und die sind definitiv auch ein Favorit von mir. Was ich sehr gerne zum Abschminken nehme, ist von BB das Waschgel und Augen-Make-Up-Entferner. Und das Produkt ist wirklich ganz mild zur Haut und entfernt aber auch wirklich alles. Und deswegen kann ich euch das Produkt sehr empfehlen. Also es ist ganz, ganz toll. Ihr kriegt tolle, weiche, glatte Haut und habt kein Make-up mehr im Gesicht. Als nächstes habe ich von Seven diesen Fruit Face Polisher verwendet. Und es hat super gut gerochen. Also super, super fruchtig und das fand ich sehr, sehr schön. Das Peeling an sich ist ganz schön grob. Also wenn ihr jetzt noch ganz junge Haut habt, also oder generell empfindliche Haut, kann ich euch das Peeling nicht empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr grob ist. Aber ihr könnt es ansonsten für die Oberarme nehmen oder für die Oberschenkel. Aber fürs Gesicht finde ich es ein bisschen zu krass, muss ich ehrlich sagen. Deswegen vom Duft her ein absoluter Favorit, aber von der Konsistenz nicht so mein Favorit. Dann habe ich von Garnier das Micellenwasser verwendet. Das ist 3-in-1 hautklar, eben gegen Unreinheiten. Und ich habe hier diese Maxi-Version. Da muss ich sagen, das Produkt ist okay. Es hat jetzt nicht so geholfen gegen Pickel, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht, was es überhaupt gemacht hat, außer vielleicht noch ein bisschen Make-up mit abgenommen. Und was ich euch auch sagen muss, bei so einer großen Packung, achtet wirklich darauf, dass ihr immer den Deckel schließt, weil bei mir war irgendwie nach der Hälfte das Produkt nicht mehr so toll wie am Anfang, weil ich ständig den Deckel aufgelassen habe. Deswegen sollte man überlegen, ob man eine Maxi-Größe kauft oder vielleicht lieber die kleinere Größe. Das Produkt hat mich jetzt persönlich nicht so überzeugt, deswegen werde ich es auch nicht nachkaufen. Vielleicht habt ihr eine andere Erfahrung gemacht, wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich werde es, wie gesagt, nicht nachkaufen. Dagegen finde ich zum Beispiel das Garnier Hautklar Waschgel sehr, sehr gut. Das habe ich wirklich auch wieder nachgekauft, weil es wirklich so einen erfrischenden Kick auf der Haut gibt, gerade am Morgen. Und damit fühle ich mich einfach gut. Ob es jetzt gegen Pickel so wirklich hilft, kann ich euch nicht sagen. Also ich habe eigentlich irgendwie immer gleich viel Pickel, wenn ich Pickel habe. Ansonsten, das Produkt ist für mich ganz gut und deswegen kaufe ich es auch immer wieder nach. Als nächstes habe ich die Aqua-Tuchmaske von Balea verwendet. Die ist mit Algenextrakt und die ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr wirklich sehr, sehr fettige Haut habt, weiß ich nicht so, ob ihr die vertragt oder ob ihr dann Pickel bekommt. Aber die spendet sehr, sehr viel Feuchtigkeit. Also bei mir ist es ja so, sobald es draußen ein bisschen kühler wird, wird auch meine Haut wieder ein bisschen trockener. Deswegen braucht meine Haut ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Und diese Tuchmaske hat sie mir auf jeden Fall gegeben. Deswegen ein Produkt, was ich euch weiterempfehlen kann. Dann habe ich auch wieder den Balea Augen-Make-Up-Entferner verwendet. Der ist ganz gut. Aber ich habe jetzt festgestellt, gerade wenn man wasserfestes Augen-Make-up hat, also gerade wasserfesten Mascara, der geht wirklich schwer damit ab. Und ich habe da ein besseres Produkt gefunden, was ich euch dann im nächsten Video vorstellen werde. Als nächstes habe ich das Konzentrat von Rival de Loup verwendet. Das ist ein Konzentrat für unreine und fettige Haut. Ich fand es ganz gut. Ich habe jetzt allerdings nicht so den super Effekt gesehen, dass man jetzt sagen könnte, wow, nach den Ampullen ist jetzt meine Haut super klar. Ich fand es gut, einmal die Woche das zu verwenden. Aber richtig überzeugt hat mich das Produkt nicht, deswegen werde ich es auch nicht nachkaufen. Dann habe ich von Essence das Anti-Spot-Gel probiert
Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn irgendwie mal ein Pickel irgendwo kommen sollte, beziehungsweise hatte ich hier unten ganz viele Pickel, da habe ich dann jeden Abend einfach hier unten die komplette Creme draufgeschmiert und halt über Nacht einwirken lassen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut geholfen, sodass ich hier unten schon gar keine Pickel mehr habe. Und dementsprechend ist das Produkt sehr, sehr gut und ich kann es euch wirklich weiterempfehlen. Ein Produkt, was ich immer verwende, also jeden Morgen unter meinem Make-up, ist diese Augencreme. Das ist die Augencreme von Primavera mit Rose und Granatapfel und die ist sehr, sehr gut. Also ich habe wirklich keine Augenfalten und ich nehme die jetzt bestimmt schon 2-3 Jahre. Und diese Augencreme kann ich euch wirklich empfehlen. Die ist ein bisschen teurer, ich glaube 28 Euro oder so. Aber das ist es wert, weil ihr braucht wirklich ganz, ganz wenig. Speziell zu Augencremes habe ich so ein Augencreme-Spezial gemacht. Und das werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Schaut euch das einfach mal an, da gebe ich auch noch ein paar andere Tipps, wie man am besten Augencreme auch aufträgt. Ein absoluter Favorite von mir ist die Liquid Camouflage von Catrice. Ich habe das in der 010 Porcelain und ich kann euch das wirklich empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Concealer. Den könnt ihr auch mal hier unten dran machen oder auch zum Highlighten nehmen. Also für mich ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt und ein absoluter Favorit und deswegen kann ich euch dieses Produkt nur weiterempfehlen. Dann habe ich natürlich wie immer von Terra Naturi mein Puder verwendet. Das ist das Kompaktpuder in der 01 Ivory habe ich hier und das ist ganz, ganz toll, weil es wirklich fluffig ist, ein toller Hautton auch für mich, weil ich ja sehr, sehr hell bin und ich liebe dieses Puder einfach und werde es, glaube ich, immer weiter verwenden, es sei denn, irgendwann kommt ein Puder, was mich noch mehr überzeugt. Aber aktuell überzeugt mich immer noch dieses Puder und dementsprechend absolut empfehlenswert. Kommen wir nun zum Schluss zu Fingernägeln. Ich habe hier diese Impress, die Press-on Nails verwendet. Und die sehen so aus. Und die haben hinten so eine durchsichtige Folie, die man abziehen muss. Und alleine diese kleine Mini-Mini-Folie abzuziehen, ist wirklich ein Akt für sich. Und wenn man dann auch noch diese Fingernägel drauf hat und dann noch die Folie abziehen muss, da wird es wirklich schwierig. Und ich muss sagen, dieses Produkt ist echt nicht so schön, weil die Fingernägel auch, schaut mal, dieses Produkt ist nicht so schön, weil die Fingernägel auch extrem biegsam sind. Und das merkt man dann auch auf euren Fingernägeln und das ist nicht so schön. Also ich kann euch daher diese Impress Nails nicht empfehlen. Die sind außerdem teuer und wirklich nicht gut. Also die halten auch nicht lange, wenn man sich dreimal die Hände gewaschen hat, da fällt auch immer wieder so ein Ding ab. Also mein Favorit ist es nicht. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt und wisst, wie man was besser machen kann oder dass es besser hält, bei mir haben die echt nicht gehalten. Dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, damit ich weiß, was ich anders machen muss. Aber für mich ist es ein absolutes Flop-Produkt und deswegen werde ich das auch nicht mehr nachkaufen. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein aufgebraucht XXL gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und sage Tschüss und bis bald. Tschüss!